Hallo, willkommen zu zum lang erwarteten Spiel. Bei mir ist schon längst draußen, ich weiß, und ihr konntet es schon längst bei anderen Leuten auf Twitch und so weiter fort sehen. Bei mir kommt es aber auf YouTube. Baldur's Gate 3. Ich freue mich mega drauf. Ja, eins von Larian gemachten Games. Oh, ich mag die Larian Games. Ihr müsst beim Laden übrigens, nur mal so ein kleiner Hinweis, müsst ihr mit mega krasser HDD-Geschwindigkeit euch Genüge tun, zumindest bei mir. Sollte trotzdem nicht so lange dauern mit dem Laden. Ne? Also bei einer HDD ist so eine Hybrid-Dingens, ne? Da ist so ein SSD-Bereich drauf, da sollte Baldur's Gate 3 drin liegen und somit sollte das Laden nicht so lange dauern wie mit einer normalen HDD. Aber bei mir ist das Problem gerade, dass meine SSD gerade ein bisschen voll ist. Deswegen habe ich gerade nicht so die Möglichkeit, darüber das da so raufzupacken. Ne? Deswegen müssen wir uns damit zu Genüge tun. Aber ich glaube, das wird auch nicht so das Problem sein. So, wir drücken eine beliebige Taste. Wir spielen nämlich Baldur's Gate 3. Geil, ne? Geiles Game. Mal kurz, ob bei mir alle Soundsachen Maximum, ey, geil, Maximum Sound, ey, Leute, was ich euch alles biete. Ja, das erste, was wir in Baldur's Gate 3 übrigens, hier übrigens nochmal so ein kleiner, ne, also sich wundert, das ist ein Spielstand mit meinem Kumpel, wir sind dann noch nicht wirklich weit, aber, ne. Was wir zuerst machen werden, ist eine Sache, und zwar, wenn ich die jetzt hier irgendwie finde, ich würde das gerne ausmachen, für YouTube ist das nämlich nicht so geil, wenn ich das nämlich anhabe. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ist diese Option? Ich glaube ich nicht. Der Grafik vielleicht? AMD FSR 1.0. Ja genau, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wollen, das ist 1.0. Haha. Lol. Es gibt doch hier irgendwo diesen, in Anführungsstrichen, Porno-Modus. Irgendwo ist der. Hätte ich mal vorher gucken sollen, ne? Mensch. Weil es ist für YouTube nämlich immer richtig geil. Sie mögen sowas hier gar nicht. Irgendwie ist diese Option nicht da. Oder ich bin doof. Ist ja weird. Sollte so ein... Ah, da, Genitalien anzeigen. Oh, ich hab's gefunden. So, Genitalien und Nacktheit in Zwischensequenzen anzeigen. Nope. Ja, ich weiß, vielleicht einige von euch wollen das, aber hier auf YouTube bekommt ihr das nicht. Bei mir nicht, weil YouTube da so ein bisschen, ne, also ich meine, es ist immer noch ein Game und ja, ich hatte schon so ein paar Claims oder so ein paar, ja, Sperren gehabt auf Videos, wo YouTube gesagt hat, nee, das geht aber gar nicht und so. Und dann habe ich YouTube geschrieben, so von wegen, ey Mann, das ist ein Spiel, das ist jetzt nicht irgendwie Realität oder sowas. Und dann hat YouTube dann irgendwie eingelenkt und hat gesagt, ja, da hast du ja irgendwie recht, okay. Ne? Und ich habe da keinen Bock, jedes Video von Baldur's Gate, wo dann irgendwelche so Szenen, wo man dann irgendwie ein bisschen Nacktheit sieht, YouTube zu erklären, dass das ein Game ist und nicht die Realität widerspiegelt. Dementsprechend machen wir das lieber hier vorsichtshalber komplett aus. So, wir machen ein neues Game. Wir spielen übrigens hier nur für die Leute, warum ich in Decker-Modus und nicht in ausgeglichenen Modus spiele. Ich war mal, also mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber ich war mal durchaus so semi D&D Game Master und habe da intern bei mir so ein paar Runden geleitet, so von Leuten, die durchaus
eher nicht so die Ahnung hatten. Das war aber auch durchaus funny. Und mein Problem in D&D ist immer so das Kämpfen. Ich mag das Kämpfen in D&D nicht so wirklich, weil für mich D&D immer so ein bisschen dieses Entscheiden ist, verschiedene Entscheidungen haben, verschiedene Auswirkungen dadurch zum Würfeln und so. Und Kämpfe wirken, laufen teilweise immer eher so, ja, da hast du auch Würfeln natürlich im Kämpfen, aber die sind eher so unspannend. Deswegen will ich mich mehr so auf die Story, mehr so auf das Entdecken, Entdeckermodus und so weiter fort konzentrieren. Und dementsprechend haben wir zwei Kämpfe, aber die werden jetzt nicht so ultra herausfordernd sein, dass ich die ultra krasse Taktik da haben muss. Wobei, wir kennen das aus vorherigen Librarian Games, da war das ja trotzdem so, dass der eigene Schwierigkeitsgrad dann irgendwann auch richtig hart schwer wird. Ich werde sehen. Wir machen ein Spiel starten, dann gibt es eine Cutscene, dann erstelle ich mir einen Charakter und nachdem ich den Charakter in dieser Folge erstellt habe, werden wir dann das Spiel starten, also so wirklich starten. Ich habe übrigens währenddessen nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich hasse diese ekligen Kaulquappen in D&D und von den Mindflyern. Das ist so maximal abartig, diese Viecher. Ich kann die aber nicht ab. Die sehen so richtig eklig aus. Dementsprechend, ja. Wir setzen das Tutorial mal zurück. Das ist nicht mein erstes Abenteuer, aber wir setzen das zurück. Nun. Gerade der Erstellung, Leute. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt hier irgendwie soundtechnisch. Nee, nicht Spiel laden. Ich kann auch hier in die Option rein. Also wie ihr seht. Ich kann natürlich hier noch ein bisschen. Das sind Sound. Lautstärke, Musik. Stimmt, Sound, Lautstärke sind die Effekte. Ja, die wollen wir ein bisschen leiser haben. Ja, gut. Ihr müsst damit klarkommen, dass die Musik halt hier nicht so, ne? Also, wir fangen an damit, dass wir uns mal einen Charakter auswählen. Wir haben hier ein paar Auswahlmöglichkeiten, dass wir sagen, wir möchten vorgefertigte Charaktere spielen. Die haben dann so eine, wie man es aus Larian Games, also aus Divinity Original Sin Games kennt, immer so eine Origin-Geschichte. Aber, ne? Der hier auch, der dunkle Verlangen auch, der ist ein bisschen fies für Leute, die das zum ersten Mal spielen. Die können damit ein bisschen Probleme haben, weil ein dunkles Verlangen ist so ein bisschen, ne, also es geht darum, dass man halt wirklich alle das Fürchten lehrt,
Er ist sehr deep und so weiter und fort und killt eigentlich alle, selbst seine Gruppenmitglieder. Also da muss man erstmal mit klarkommen, so wirklich. Also dementsprechend würde ich nicht eben empfehlen, am Anfang mit dem zu starten. Dementsprechend, ich sehe gerade das bei OBS. Das hatte ich ja schon mal bei Larian Games, ne, dass dann die Audio-Mixer so rumruckeln. Na gut. Ja. In dem eigenen. Ich customisiere den sowieso nochmal. Ich möchte einen Drachenblütigen spielen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal in die Customization rein. Genau, es gibt ja mal hier Körperbau. Was ein bisschen weird ist, weil das ist der weibliche Körperbau und zwei ist männlich. Ist halt eben so, ne? So. Identität finde ich auch ganz gut, dass man hier nicht binär oder andere einstellen kann. Bin aber männlich. Where to next? Man hört die Stimme fast gar nicht. Let's hope the locals help. Be wary. It's opened. More of those rich. There's magic keeping this chest sealed. Ja, nehmen wir einfach mal. Machen wir so ein bisschen das Gesicht. Das ist eigentlich ganz gut. Die Farbe ändere ich gleich noch. Ich finde das Dunkle ist nicht so schön. Das könnte man machen. Ja, das ist wieder so ein bisschen weird. Können wir noch machen? Ich glaube, das nehmen wir. So, wollen wir noch beim Kinn irgendwie einen Stacheren machen oder irgendwie sowas? Ja, machen wir das daran. Beim Kiefer wollen wir noch irgendwie so einen coolen, ausgefeilten Kiefer machen. Na. Vielleicht sowas. Hautfarbe, helle Hautfarben. Ein bisschen grünlich. Ich finde so diese normalen Hautfarben hier so, wenn man das ausprobiert, deswegen machen mich ja natürlich alle. Oder sowas vielleicht. Das sieht so ein bisschen mischmäßig aus. Die Farben haben übrigens nicht, also es gibt halt so Sachen, ne? Also es gibt halt Bronze, hast nicht gesehen, Drachen in D&D und die haben alle spezielle Ränge und spezielle Lore-Sachen da im Hintergrund. Und so, das hat hier jetzt mit der Farbe keine Auswirkung normalerweise. Ich finde eigentlich den ganz schön. Ja, machen wir das. Bestätigen. Wer sich jetzt wundert, dass hier unten diese Genitalien, der Genitalienbereich weg ist, also dass man hier Genitalien und so weiter fort einstellen kann. Normalerweise kann man ja hier eigentlich auch Genitalien einstellen. Das ist ja in diesem Bereich hier drin. Ne, ich hab's deaktiviert, ne, wegen YouTube. Deswegen ist diese Option nicht dran. Ne? Also nicht wundern, ich habe die nicht rausgepatcht oder so. Die ist einfach deaktiviert bei mir, weil ich da keinen Bock drauf habe. So, laut meinen Informationen sollen so Sachen wie Tattoos und Piercings irgendwie in der Welt von Baldur's Gate 3 hier im Spiel zumindest Auswirkungen haben. Deswegen mache ich mal nichts. Achso. Man kann auch die Farben verschieden, die Augen verschiedenfarbig machen. Aber ich finde tatsächlich so blaue Augen. Nein, nicht wegen sonnenblauäugig und, ne? Nicht deswegen, aber ich finde, das passt irgendwie jetzt zum Style so ein bisschen. Aber wir könnten ja auch nochmal grün. Ne? Oder die machen sie auch orange? Mehr so. Na, rot finde ich ein bisschen zu krass. Wir könnten die so oder so auch machen. Oder das finde ich ehrlich gesagt sehr passend. Das machen wir mal.
Schminkstil, so, da kann man mich ja noch ein bisschen, ja, so ein bisschen schminken und irgendwelche Tattoos da unter das Auge machen. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich mag sowas tatsächlich nicht, wirklich. Also ich mag, also in Diablo 4 zum Beispiel, da mache ich das tatsächlich ran, weil das ist auch so ein bisschen deep und dunkel, ne, dark und hast nicht gesehen und so. Hier zwar auch teilweise, aber ich mag das nicht so, wenn ich an meinen mit Dragonborn da so ein paar Tattoos dran mache, das passt irgendwie nicht. So, ein Schwanz. Und mal hier hinten. Den hier. Sowas hier. Oder ja, sowas. Wir nehmen mal hier die prächtige Version. Alles klar, so. Nicht fortfahren klicken, sondern ich sollte normalerweise eigentlich hiermit wieder rauskommen, genau. So. Damit haben wir doch schon mal das Charakter-Aussehen fertig. Das ist doch schon mal ganz schön. So, gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir nämlich dazu, das ist nämlich jetzt die Volksunterart, die ist jetzt wieder ein bisschen ausschlaggebender, ne? Da haben wir das mit diesen Gold, Grün, Rot, Silber, Weiß, so, ne? Das wählt man hier separat aus. Die Farben selbst haben da nicht so den... schön. Ja gut, aber dann ändert sich trotzdem meine Farbe. Das heißt, es wird alles wieder verhunzt hier. Ich raste aus. Muss ich gleich nochmal in die Charakterstellung rein. Das habe ich leider ein bisschen verkackt. Ich nehme mal den Bronzedrachen. Leider wieder in die Charakterstellung rein. Ah, leider. Gibt es da ein bisschen Probleme? Zumindest die Stimme dabei behalten. Das hat er auch beibehalten, das hat er auch beibehalten, okay. Aber Bronze hat er hier drin. Wollte ja eigentlich eher so. Was hatten wir das hier, ne? So weit würde ich gehen. Kupfer. Ja, aber hab ich Kupfer oder Orange? Ich glaube, ich bin hier Orange gewesen, ne? Das ist ja Kupfer. Und wenn wir das mal ausmachen. Das ist weird, dass er noch so ein bisschen der Grüne, also so grünlich, wenn man durchschimmert. Das finde ich so ganz merkwürdig teilweise, manche Farben. Okay, wir machen den vielleicht lieber so. Finde ich auch eine coole Farbe. Machen wir es lieber so. Kopfschmuck nichts. Augen, wir gucken nochmal bei den Augen. Ja, da wollte ich ja das hier nehmen, weil das eigentlich eine ganz coole Augenfarbe ist, die zu diesem Style passt. So, der Schwanz ist wahrscheinlich wieder aus, ne? Dann machen wir den wieder rein. So. Klasse. Das ist ein bisschen schwierig. Druide habe ich angefangen mit meinem Kumpel zu spielen. Das ist immer so ein Problem beim Druiden, finde ich. Weil ja, ich dann immer nicht weiß, wann ich eine Verwandlung machen soll in den Tier und dann, oder nicht. Immer so ein bisschen schwierig. Magier, Zauberer und so weiter, da bekommen wir eh noch Begleiter für. Deswegen würde ich eher sagen, machen wir es vielleicht eher nicht. Kleriker zum Heilen ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Bade ist eher so Unterstützung. Ich würde natürlich meinen Hauptcharakter eher so schon in Angriff packen. Gut, da wäre natürlich Barbar oder Kämpfer natürlich so ein bisschen das Ding. Könnte natürlich auch einen Waldläufer machen mit Bogen. Und mit Tieren und so weiter und so fort. Der kann gut Vertrauten finden. Und mit Bogen und Fernkampfsachen und sowas ein bisschen was machen. Könnte ich natürlich machen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weiß gar nicht, was habe ich in Divinity Origins 2 gespielt? Habe ich da auch einen Waldläufer gespielt? Eigentlich mag ich das so ein bisschen aus der Ferne anzugreifen. Weil Magier, wie gesagt, Magier bekommen wir tatsächlich noch alles. Kämpfer und Barbar ist mir dann so ein bisschen zu klassisch. Waldläufer ist dann schon ganz cool. Oder Schurk. Schurk ist eigentlich auch ganz cool, weil vor allen Dingen Divinity Origins in 2 war Schurk ja teilweise OP. Aber es gibt nicht sowas wie einen Beschwörer, ne? Bei Zauberer oder Magier, ich glaube, Zauberer beschwört eher, oder?
Weil also die Beschwörerklasse aus Divinity Original sind 2 war auch OP, wenn man erstmal seine Kreatur da auf Max hatte. Dann war die ja so richtig groß und richtig stark. Achso, der Zauberer geht so ein bisschen mehr in Nekromantie und sowas später vielleicht auch rein, ne? Hexenmeister, stimmt. Könnte ja vielleicht auch. Wir gehen auf Waldläufer. Erzfeind! Das Studium der Taktiker, Fähigkeiten bestimmt. Bestimmte Kreaturen hat ja einen großen Bandbreite an Fähigkeiten verliehen, die du nutzen kannst. Kopfkettier und Erzfeinde. Heilige Pirsche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Magierbrecher bekomme, bekomme ich sogar noch einen Zaubertrick extra dazu. Das ist natürlich. Das, was ist das hier? Schutz vor Gut und Böse. Na, haben wir hier. Schrauben finden. Das heißt so, ja gut, da hast du denn hier Nahkampfrettungswurf, bla 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 und so weiter und so fort. Aber da hast du dann nicht eine extra Fähigkeit. Haben wir hier. Das ist tatsächlich für Fernkämpfer natürlich mega geil, ne? Riesiger Schlag. Ist auch nur eine einfache Aktion, also das kostet sich nicht noch irgendwelche Zauberpunkte oder sowas. Also ja. Wir bleiben mal dabei. Bevorzugtes Gelände. Gelände, dann hast du vierbändiger das Gelände. Eigentlich würde ich gerne auch mal, du kannst Vertraute finden, wirken, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Das heißt, ich kann Vertraute herbeiholen, ohne einen Zauberplatz. Das ist schon mal nicht so ungeil. Du kennst sie besonders in Städten aus und bist in Fingerfertigkeit geübt. Was so gut ist. Problem, das Ding ist ja bei Dungeons & Dragons allgemein, bei D&D und solche Sachen, du wirst ja so oder so irgendwie immer weiterkommen. Auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie der Weg ist, den du jetzt nicht so unbedingt geplant hast. Irgendwie wirst du da schon weiterkommen. Du bist resistent gegen Kälteschaden und gegen Feuer und gegen Gift. Na gut, wenn ich natürlich gegen Kälte resistent bin und dann kommen die ganzen Gegner an mit Feuer, dann bringt mir natürlich die Resistenz gegen Kälte nicht. Ja. Und beim Drachen macht tatsächlich, also beim Drachen, Dragonborn, ne, ist ja eigentlich so eine Halbdrache, beziehungsweise, wer die Lore hinter Dragonborn nicht kennt, ne, ist es ja irgendwie so, dass die von den Drachen selbst ja irgendwie gefangen, also gehasst wurden. Also die Drachen waren ja tatsächlich die Feinde von denen. Ich glaube, ich bleibe bei Tierbändiger auch. Das ist so ein bisschen Default. Oh, der ändert ja nichts an seiner Klasse oder sowas. Das sollte vielleicht mal ein bisschen was ändern. Aber ich finde das geil, dass ich so Tiere beschwören kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das sogar ohne den Einsatz einen Zauberplatz. Man beschwört einen Vertrauten, einen Feengeist, der eine Tiergestalt deiner Wahl annimmt. Ist natürlich auch cool. Gibt halt doch diesen komischen, den Eulenbären, ne? Den kann man ja auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wie das ist beim Druiden, da kann man sich, glaube ich, verwandeln in den Eulenbären. Ich weiß nicht, ob man dann, wenn man irgendwie den findet und den irgendwie, wenn, ne, das alles richtig abschließt, ob man dann als Waldläufer den beschwören kann oder sowas. Wäre natürlich ganz cool. Wie beim Tierbändiger. Hintergrund von mir. Adelige. Irgendwas, was mir irgendwie hilft beim mit Tieren umgehen, ist natürlich. Tausendskünstler, nein, Straßenkind, Soldat, Weiser, eine Kunde. Gut, mit Tieren umgehen, wenn ich jetzt mal hier so reingucke.
Tatsächlich habe ich das nicht hier drin. Das ist ja super witzig. Ich nehme mal den Volksheld, weil da mit Tieren umgehen mit drin ist. So, dann haben wir hier noch unsere Skillpunkte, die standardmäßig schon so sind, wie sie sind. Und ich würde halt auch sagen, die lassen wir so. Oder? Ja. Weisheit, das ist ein Bonus zugewiesen von plus 1. Also ich bin ein bisschen weiser. Geschicklichkeit natürlich ganz wichtig für mich. Primär wird der Boden, ne? Ganz, ganz wichtig. Ne? Man kann ja auch nicht, also man kann hier nicht wirklich richtig skillen und so, ne? Also was wäre auch noch so gesagt, das heißt, diese ganzen Werte hier, ja, die werden beim Level Up einfach so zugewiesen. Ja, dann würde ich sagen, das ist mein Charakter. Wie benennen wir den? Tarf ist schon ein geiler Name eigentlich. Nein, wir benennen den. Rokan. Ja, habe ich mir jetzt so ausgedacht. Okay, gut. Das wird unser Charakter sein, den wir dann in der nächsten Folge, in der wirklichen, richtigen Folge 1 dann spielen werden. Geplant ist, dass ich die Folgen tatsächlich jetzt nicht so kurz lasse wie jetzt diese Folge, sondern tatsächlich eher so in Richtung, ja, 35 bis 40 Minuten gehen. Weil ich will halt schon was in den Folgen auch schaffen, deswegen werden die tatsächlich ein bisschen länger und ein bisschen anders als so normale Spiele, wo man dann tatsächlich in der Zeit auch ein bisschen mehr schaffen kann. Weil in Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, da passieren durchaus schon ein paar Dinge, sag ich mal. Ne? Durchaus Dinge, die dann auch ein bisschen länger brauchen. Und dadurch ist es dann ganz schön, wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit nimmt in der Folge. Also, wir machen in der nächsten Folge weiter oder fangen an mit Baldur's Gate 3. Mal sehen, wie es funktioniert, wie gut es funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.